Trotz des großen Verfalls an den Aktienmärkten geht es dort relativ ruhig zu. Das große Thema der Finanzmärkte insgesamt ist und bleibt aber das, was an Turbulenzen da an den US-Geldmärkten passiert. Und nach meiner Auffassung ist das der erste Beleg für die Risiken und Nebenwirkungen eines geldpolitischen Experiments, das die Fed als erste Notenbank dann wieder versucht hat zurückzudrehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schauen wir uns doch mal vielleicht den Kern des Problems an. Was wir hier sehen, das sind die Bilanzsummen der verschiedenen Notenbanken. Hier die Chinesen, da aufstrebend, besonders aufstrebend die Japaner. Die EZB ist auch stark am Kommen in den letzten Jahren, aber der einzige Chart, der hier signifikanter nach unten gezeigt hat, das ist die Bilanzsumme der Fed. Und das hat wahrscheinlich große Konsequenzen, die wir jetzt erst spüren, nämlich die Reduzierung der Bilanzsumme, nachdem man vorher durch Quantitative Easing die Bilanzsumme hier maßgeblich aufgepumpt hat. Die Fed hat das gemacht, alle anderen haben es danach auch gemacht und teilweise noch in größerem Volumen. Aber jetzt sehen wir, dass sozusagen das Problem entsteht, dass die Nebenwirkungen und Risiken dieser Medizin, die die Notenbanken hier ins Feld gestreut haben zur Heilung der Finanzkrise, dass die jetzt zurückschlagen möglicherweise. Und sie schlagen zurück am sogenannten Repo-Markt. Repo bedeutet nichts anderes, als dass Finanzinstitutionen, vorwiegend Banken, praktisch bei Dealern, bei Händlern Staatsanleihen kaufen, US-Staatsanleihen. Dafür brauchen sie nur einen Teil dessen, was diese Staatsanleihen sozusagen eigentlich kosten würden. Also wenn ich jetzt im Volumen von einer Millionen, sagen wir mal, hier Staatsanleihen kaufe, dann muss ich dafür vielleicht nur 10.000, 15.000, 20.000 Euro hinterlegen oder Dollar in dem Fall. Dementsprechend bekomme ich also praktisch Kredit, handle ich auf Marge und hinterlege die Staatsanleihe, die ich da als Bank kaufe, gleichzeitig als Sicherheit für diesen Kredit, den ich da hinterlege. Das Ganze soll sozusagen einen liquiden Handel in Staatsanleihen ermöglichen und auf der anderen Seite eben aufgrund der Regularien sind die Banken gezwungen, vor allem nach der Finanzkrise eben einen bestimmten Bestand an Staatsanleihen zu halten. Deswegen brauchen sie solche Aktionen. Was passiert war, war ja, dass praktisch dann plötzlich diese Repo-Zinsen so massiv nach oben geschossen sind, dass diese ganze Geschichte ein finanzielles Desaster für viele war. Und es zeigt, dass wir hier offenkundig einen riesen Liquiditätsmangel haben. Der beste Artikel, den ich bisher gefunden habe dazu, der ist aus der Financial Times und der hat als Quintessenz vielleicht die These, es zeigt sich, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, bestimmte Folgewirkungen wirklich zu kalkulieren und die Notenbanken waren offenkundig nicht in der Lage, die Folgewirkungen ihrer Aktionen zu kalkulieren. Die Fed ist wie gesagt die erste Notenbank, die die Bilanzsumme maßgeblich reduziert hat und wir schauen uns einmal ein paar Ausschnitte hier an. Hier aus diesem Artikel, da wird Bezug genommen auf JP Morgan, die sagen, ja, wir haben hier ein Mismatch, eine Unverhältnismäßigkeit zwischen den Finanzierungsbedürfnissen von Finanzinstitutionen und der Verfügbarkeit von Cash. Das ist sozusagen dieses Mismatch, was den Stress hervorgerufen hat. Normalerweise kommt jetzt, oder was speziell jetzt nochmal dazu kommt, ist, dass die Finanzinstitutionen wie Banken praktisch jetzt 100 Milliarden an Steuern zahlen müssen am Montag, am kommenden Montag und dazu noch dann eben kommen nochmal neue Emissionen von Staatsanleihen obendrauf. Also das ist so der eine Aspekt dieser ganzen Geschichte. Aber der wichtige Aspekt ist eben diese Bilanzreduzierung nach vorheriger Bilanzausweitung. Denn es ist so, die Banken hinterlegen ja bei der Fed sogenannte Excessive Reserves, also praktisch überschüssige Liquidität. Auch dazu sind sie verpflichtet. Wenn jetzt nun die Bilanzsumme der Fed sinkt, weil die Fed sozusagen aus ihrer Bilanz die vorher gekauften Staatsanleihen wieder ausbucht, dann sinken eben auch die Excess Reserves, also die überschüssigen Reserven der Geschäftsbanken und wir waren hier bei diesen Excess Reserves bei 2,9 Billionen im Jahr 2014 und sind jetzt runtergekommen auf 1,3. Wir haben also mehr als eine Halbierung dieser Excessive Reserves und das ist sozusagen genau das Thema. Es fehlt jetzt plötzlich an Liquidität, weil die Reserveanforderungen für Banken gesunken sind aufgrund der Schmelzung der Bilanzsumme der Fed und das ist wahrscheinlich einer der total wichtigen zentralen Mechanismen, warum diese ganze Geschichte hier so problematisch geworden ist. All das ist eine Folge von QE und dann der Bilanzreduzierung, QT, Quantitative Easing und Quantitative Tightening.
wie man das auch bezeichnet. Und dementsprechend darf man jetzt gespannt sein, was denn bei den anderen Notenbanken passieren würde, wenn die praktisch jetzt auch anfangen, maßgeblich ihre Bilanzsumme zu reduzieren, dann kommt Stress ins System. Das heißt, wir haben ein System entwickelt, eine Medizin gegeben dem Patienten, die ich gar nicht mehr praktisch absetzen kann. Genau das hat Sven Henrik heute nochmal auf den Punkt gebracht. Central Bank Intervention has become permanent, also diese Zentralbankintervention ist permanent geworden. Es wird nie stoppen können. Sie werden nie mehr in der Lage sein, das zu normalisieren, weil es nicht möglich ist, schlichtweg. Das globale Finanzsystem kann ohne diese Zentralbankinterventionen gar nicht mehr von selber existieren, und damit werden sozusagen Asset Bubbles etc. weiter ausgebeult, aufgeblasen. Sonst würde es einen epischen Crash geben, wenn das nicht der Fall wäre. Und die New Yorker Fed, die reagiert jetzt auf diese Lage. Und was macht sie? Sie hat heute angekündigt, nachdem sie schon am Dienstag Liquidität ins System gepumpt hat, am Mittwoch, am Donnerstag, am heutigen Freitag, wird man in der nächsten Woche durchgängig von Montag bis Freitag jeweils 75 Milliarden Dollar hier zur Verfügung stellen, täglich, und dann gleichzeitig sogenannte Term Operations machen, also praktisch, das sind meistens eben zeitlich definierte Aktionen von Liquidität. Wir haben es ja bei den normalen Repos mit Übernachtgeschichten zu tun, das heißt, eine Bank, die kauft eine Staatsanleihe von einem Dealer über Nacht und der Dealer kauft sie dann am nächsten Tag wieder zurück. Hier haben wir praktisch Befristungen, 14 Tage ist dann die Laufzeit etc. Da kommen nochmal dann öfter 30 Milliarden pro Tag obendrauf. Also da ist schon ziemlich dick was an der Mache. Jetzt hat heute Richard Clary da in einem Interview mit CNBC gesagt, ja, wir werden eben solche Aktionen jetzt machen, aber das ist kein QE, das ist nicht die Wiedereinführung von QE, aber faktisch wird es wahrscheinlich so sein, dass man, um das System irgendwie am Laufen zu halten, dann wieder QI wird einführen müssen. Genau das ist das Problem. Schauen wir uns jetzt einmal die Charts an, die wir hier sehen. Heute, wie gesagt, großer Verfall. Die Charts sind von Capital.com und wir sind bei 3007 aktuell. Wir sehen, dass wir schon ein paar Schnäpschen höher waren, aber es ist relativ wenig Bewegung da. Es war am Anfang heute sehr großes Volumen im Markt. Das ist fast immer der Fall, wenn großer Verfall ist. Wird dann am Ende des Handelstages auch nochmal der Fall sein. Es verfallen ja Optionen auf Aktien wie auf Indizes. Es verfallen Futures. Also da ist eine ganze Menge in der Mache. S&P 500, wie gesagt, wir sehen hier den Dow Jones, der sich etwas besser hält. Und wir sehen den Tech Nasdaq, der hier Schwäche hat. Wir haben also möglicherweise jetzt wieder so ein Shift raus aus Wachstumswerten. Mal sehen, was die nächste Woche bringt. Da bin ich gespannt, ob dieser Stress im Geldmarktsystem der USA, ob der sich möglicherweise doch übergreift auch für andere Märkte. Das werden wir abwarten müssen. Wir haben hier den deutschen Leitindex 12.451. Der hat sich heute überwiegend schlafen gelegt. Wir sehen auch bei Euro-Dollar keine Auswirkungen dieser Turbulenzen am Geldmarkt. 1.1007. Wir sehen das Gold knapp über der 1500er Marke handelt und Crude Oil wenig verändert, nachdem die Saudi-Iran-Geschichte nach wie vor unklar ist. Trump hat gesagt, er will keinen Krieg, auf der anderen Seite, ja, gegen Krieg, klar, das ist eine Möglichkeit. Dann hat man irgendeine Bank sanktioniert. Das sind natürlich alles so ein bisschen Nebenschauplätze, die man hier aufmacht, um eben faktisch nicht wirklich militärisch reagieren zu müssen. Das wissen die Iraner, das spüren die Iraner, das sehen die Iraner als Schwächezeichen. Jetzt ist die Frage, ob die Saudis was veranstalten mit Rückendeckung der Amerikaner, ja oder nein. Das könnte eine sehr, sehr spannende nächste Woche werden. Das ist meine Prognose, dass da was passieren wird, dass wir Volatilitätsanstiege sehen werden. Aber jetzt wünsche ich erstmal im Vorfeld ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns dann am kommenden Montag und sage Servus und ciao.